Super. Guten Abend miteinander. Es ist ein wunderschöner Abend. Es ist wahnsinnig voll in diesem Saal. Es ist wahrscheinlich fast jeder Platz besetzt. Das freut mich sehr. Außer da vorne hat es noch zwei, falls jemand möchte vorkommen. Mein Name ist Simon Jakobi. Ich bin vom Stadtmagazin Zürich.ch und ich bin heute Abend euer Moderator. Ich begrüße euch sehr herzlich zu dem Auftakt-Event von einem Fokus-Monat zum Thema Wohnen. Wir haben im ganzen März, es gab bis zum 2. April sogar, ein vielfältiges Programm rund um das sehr interessante Thema, das uns alle angeht. Ihr findet das Programm mit allen Events und allen Mitmachaktionen auf eurem Stuhl. Dort hat es Flyer gehabt, wahrscheinlich hat es jetzt nicht überall genug Flyer gehabt, weil so viele Leute da sind, aber wir haben am Schluss nach dem Event hinten im Club vom Kosmos noch ein Apéro und dort hat es auch noch einen Tisch. Und auf dem Tisch hat es verschiedene Sachen und zum Beispiel Flyer von dem Fokus-Monat zum Thema Wohnen. Wir sind Stadtmagazin Zürich.ch. Ich hoffe, ihr kennt das alle. Falls nicht, müsst ihr es unbedingt auschecken auf www.zürich.ch. Und wir organisieren den Schwerpunkt zusammen mit der Urban Equipe. Wer von euch hat schon mal etwas gehört von der Urban Equipe? Es sind doch einige, aber es ist, da hinten hat es so eine Ballung. Ich nehme an, dort sitzt die Crew von Urban Equipe. Ich habe aber die Aufgabe und die Ehre, euch das noch schnell vorstellen, was das eigentlich ist. Und zwar ist Urban Equipe ein Verein, der sich für eine diverse, offene und zukunftsfähige Stadt engagiert. Sie wünscht sich, dass wir alle uns mehr in die Entwicklung unserer Stadt einmischen. Um in den verschiedenen Städten so ein Engagement anzustoßen, schafft sie zusammen mit verschiedenen Akteuren und Akteurinnen, wie jetzt zum Beispiel mit uns. Neben dem Thema Wohnen beschäftigt sie sich im Moment auch mit Fragen von Verdichtung, Stadtverdichtung, erfindet Spiele für den öffentlichen Raum und entwickelt Online-Tools für Partizipation. Übrigens wird sie gefördert von Engagement Migro. Ja, genau. Das wäre es eigentlich schon gewesen von meiner Seite für den Moment. Ich würde gerne anfangen mit der ersten Keynote, mit der ersten Präsentation. Wir haben heute 7 Expertinnen und Experten eingeladen von den unterschiedlichsten Gebieten, die sich mit dem befassen. Und 7 Leute an 7 Minuten ist so ein bisschen unsere Idee gewesen. Wir schauen jetzt, ob das unsere Experten und Expertinnen einhalten können. Ein paar haben schon angekündigt, sie werden ein bisschen zu kurz sein. Vielleicht können wir dann einfach ein bisschen langsamer reden und dann füllen wir die Zeit schon. So, es freut mich sehr, dass wir mit der Astrid Heymann eröffnen können. Sie ist Direktorin von der Liegenschaftenverwaltung von der Stadt Zürich. Und ja, bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier vor Ihnen, mit Ihnen zum Thema Wohnen ein paar Gedanken auszutauschen. Vorgestellt hat man mich bereits. Seit September 2016 darf ich die Leitung von Liegenschaften Stadt Zürich verantworten und in der Rolle spreche ich heute zu Ihnen und auch in der Rolle erläutere ich Ihnen, was ich mit Wohnen verbinde, also nicht ich persönlich, sondern in dieser Funktion. Nun möchten Sie vermutlich zu Beginn am ehesten wissen, ups, da ist ja noch gar nichts, wie mache ich das jetzt? Einfach weiter. Ah, sehr gut. Das ist der Anfang. Gut, sehr schön. Nun möchten Sie vermutlich am ehesten wissen, wie man zu einer zahlbaren städtischen Wohnung kommt. Und genau damit kann ich Ihnen leider nicht dienen. Ich kann Ihnen nur sagen, was nichts nutzt. Beziehung, Bestechung oder auch bei einer Stadt Zürich zu arbeiten, nutzt nichts auf dem Weg zu einer städtischen Wohnung. Kürzlich fragte uns eine Journalistin einer Gratiszeitung, die bei Avenir Suisse einen Blog gelesen hatte, ob es stimme, dass vor allem alteingesessene Insider subventionierte Wohnungen erhalten und alteingesessene Insider seien in der Regel meist Schweizer Wähler. Sie fragte, ob wir das bestätigen könnten. Das können wir nicht, weil es einfach nicht stimmt. Es ist ein Klischee, was sich aber hartnäckig und lange hält.
Das rot-grüne Zürich vergebe seine Wohnungen an seine Wählerschaft. Wohnen bei der Stadt ist politisch, aber dazu später mehr. Die große Nachfrage, wie man das dort auf dem Bild eindrücklich sieht, ist das, was uns auch beschäftigt, täglich. Nach zahlbarem Wohnraum ist die Nachfrage groß. Sie kennen die Bilder, die die Medien am liebsten zeigen zu dem Thema. Lange Schlangen vor städtischen Wohnungen. Für die Wohnsiedlung Hornbach im Seefeld haben sich auf die 125 Wohnungen bereits 900 Menschen gemeldet und würden gerne auf eine Interessentenliste kommen. Fast täglich erhalten wir Mails, Anrufe von Menschen, die zahlbaren Wohnraum suchen. Wir beantworten alles, was wir können, aber natürlich immer nur mit dem Ergebnis, dass wir das Problem auch nicht gesamtstädtisch lösen werden können. Beispiele wie zu viert in einer Einzimmerwohnung oder morgen oder übermorgen erhalte ich die Kündigung, weil dann soll mein Haus abgerissen werden. Das sind die verzweifelten Geschichten, die wir bei uns täglich hören. Trotz der großen Nachfrage ist für mich der Begriff Wohnungsnot nur nicht ganz passend. Das heißt, ich denke, von außen betrachtet ist es meistens so, dass sich das stark auf die Kernstadt bezieht. Man hat manchmal den Eindruck, dass am Milchburg Stadt Zürich einfach aufhört. Dabei entstehen tolle, aufstrebende Quartiere in zum Beispiel Affoltern, Altstädten, Schwamdingen oder auch Leutschenbach. Das sind Themen, die wird Stadt Zürich noch lange beschäftigen und wir hoffen uns sehr, dass dort eine Entwicklung stattfindet, die zu einer polyzentrischen Stadt führt. Zürich hat mit seinen Sponsoren einen Bastelbogen drucken lassen vom Lochergut. Das Lochergut steht für uns nicht nur für eine Wohnsiedlung aus den 70er Jahren, sondern auch für einen breiten Bewohnermix, 600 Menschen aus 40 Nationen und dann natürlich das, was man 1966 dachte bei dem Bau, wie Wohnen in der Neuzeit aussieht. Damals war die Skepsis groß. Heute ist es eine gefragte Siedlung. Wir erhalten oft Anrufe, die heißen, ich möchte eine Wohnung im Lochergut und nicht einfach nur eine Wohnung bei der Stadt. So sieht man, wie sich das verändert. Gleichzeitig würden wir das, was dort steht, so auch natürlich nicht wieder bauen. Zum Beispiel pro Scheibe, die man dort sieht, 100 Einzimmerwohnungen oder in der nächsten 100 Dreizimmerwohnungen. Das gibt soziale Herausforderungen in Bewohnermix, die uns täglich beschäftigen. Neue Wohnformen ist also das Thema, was uns intensiv beschäftigt in Wettbewerben, in Neubauprojekten. Wie wollen wir zukünftig wohnen? Was steht auf der politischen Agenda weit oben, unter anderem generationendurchmischtes Wohnen? Das heißt aber, wir müssen uns neu orientieren, müssen herausfinden, wer wirklich so wohnen will und bieten neue Wohnformen an, Cluster, zumietbare Zimmer etc. Innovativ sind dort, wie Sie sehen, vor allen Dingen die neuen Genossenschaften wie Mehr als Wohnen oder Kalkbreite. Wohnen ist politisch, das habe ich eingangs schon erwähnt. Nicht der Markt bestimmt die Höhe unserer Mieten, sondern die Kosten. Das heißt, nur das, was wirklich an Kosten anfällt, zahlen die Mieter für ihre Wohnung. Das ist politisch gewollt und vor allen Dingen schon lange so, unabhängig von allen Mehrheitsverhältnissen. Bis 2050 sollen es ein Drittel aller Wohnungen auf Stadtzürcher Boden sein. Das steht so in der Gemeindeordnung. Dann ist die Frage, wie machen wir das? Was machen wir dafür? Neue Siedlungen auf freiem Land, Ersatzneubauten, die neu mehr Wohnungen aufweisen und Liegenschaften zukaufen, wo es geht. Das Drittelsziel ist aber nicht nur unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe von allen gemeinnützigen Wohnbauträgern, das heißt auch allen Genossenschaften und Stiftungen. Ebenso politisch gewollt und für uns im Moment ein spannendes Thema ist unsere neue Vermietungsverordnung, die vor knapp einem Jahr vom Gemeinderat beschlossen worden ist. Es geht darum, dass Wohnen bei uns auch über die Mietdauer zukünftig kontrolliert wird. Wie man wohnt, wer dort wohnt, mit wie vielen Menschen vor allen Dingen man dort wohnt. Belegungsvorschriften ist das Mittel. Ich erzähle Ihnen kurz einen Abschnitt aus der Vermietungsverordnung. Die städtischen Wohnungen leisten einen Beitrag zu einer sozial vielseitig zusammengesetzten Bewohnerschaft der Stadt und ihrer Quartiere. Durch eine gute Belegung soll der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum Rechnung getragen und der Wohnflächenverbrauch pro Person begrenzt werden.
2017 waren das in städtischen Wohnungen 30,4 Quadratmeter, in Wohnsiedlungen, in Einzelwohnliegenschaften 33,4. Im stadtweiten Durchschnitt, der ja bei 40 Quadratmeter liegt, ist das doch schon so, dass man sagen kann, da wird ein Ziel erreicht und das machen wir nur über Belegungsvorschriften. Wer wohnt bei der Stadt, auch das politisch gewollt, ist eben die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zukünftig auch während der Mietdauer kontrolliert werden. Und das bedeutet, dass man heute bei einer Vermietung 1:4 Nettoeinkommen zu Mietzins und dann zukünftig bis maximal 1:6 sich wird entwickeln können. All das ist Wohnen bei der Stadt Zürich. Es gibt noch viel mehr dazu zu erzählen. Vielleicht ergibt es sich nachher noch beim Apéro. Für mich ist es eine spannende Aufgabe und ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick vermitteln. Danke. Vielen Dank, Frau Heymann. Ich habe seit Jahren immer den gleichen Geburtstagswunsch und zwar wünsche ich mir die Lochergut-Hochhäuser. In 2 Wochen werde ich 30 und vielleicht könnten Sie mir da einen Wunsch in Erfüllung bringen. Wir kommen zum nächsten Thema, zu der nächsten Perspektive und Sicht aufs Thema Wohnen. Es ist der Thomas Pukliak von der IKEA. Er ist dort der Interior Design Manager und ich glaube, es gibt kaum eine Firma in der Schweiz oder vielleicht sogar weltweit, wo die Idee vom Wohnen bei uns so viel geprägt hat wie eben die IKEA. Darum bin ich sehr gespannt auf die Keynote. Wir fangen an mit einem kurzen Film, der geht 1 Minute und 11 Sekunden und nachher hören wir Keynote. Uns im Moment am Wohnen genau beschäftigt. Was wir mit dem Zuhause verbinden und einen Gedankenanstoß sein, wohin uns die gemeinsame Reise führen könnte. Wie schon zuvor gehört, hey, ich bin Thomas, Interior Design Manager bei IKEA. Wir bei IKEA sind motiviert, die anstehenden Veränderungen als Herausforderungen zu sehen und zu Hause besser zu machen. Denn eines ist ganz klar, unser Leben verändert sich und es ist Zeit, dass es auch unser Zuhause macht. Bevor wir am Einstiegsvideo anschließen, noch kurz ein Einblick, wie vielfältig wir uns mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Natürlich helfen uns verschiedene Studien dabei, das Leben zu Hause besser zu verstehen. Es geht um Wohn- und Heimeinrichtungstrends, welche sich immer mehr als weltweite Phänomene abzeichnen. Mit sogenannten Megatrends, wie zum Beispiel die alternde Gesellschaft oder die Digitalisierung, in enger Verbindung stehen. Wir machen lokale Home-Visits, auch hier in der Schweiz, um die Needs and Dreams der Menschen besser zu verstehen und Lösungen anzubieten. Eine der wichtigsten Studien ist jedoch der seit 2016 jährlich gemachte Life at Home Report und im Video zuvor gezeigt. Was ist der Life at Home Report? Beim Wohnen geht es nicht nur um die üblichen 4 Wände. Es geht um Dinge, die wesentlich tiefer gehen. Deshalb sprachen wir bei IKEA im Jahr 2018 mit 22.000 Menschen in 22 verschiedenen Ländern rund um den Globus. Was sich auch hier wieder abzeichnete, ist, dass sich das Leben zu Hause und das Wohnen verändert. Natürlich war die Schweiz Teil dieser Studie. Wir befragten hier knapp 1.000 Menschen. Informationen über den Life at Home Report sind online abrufbar. Wir teilen diese natürlich. Warum teilen wir diese? Wir wollen, dass jeder Zugriff auf unsere Daten, Findings und Erfahrungen hat. Weil wir wissen, dass es nicht nur unsere Berufung und Aufgabe ist, einen besseren Alltag zu schaffen. Wie ich zuvor sagte, wir ändern uns. Unsere Verhalten ändern sich und somit auch die Art und Weise, wie wir wohnen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass einer von 4 von uns das Zuhause verlässt oder sogar verlassen muss, um alleine zu sein? Um das Gefühl zu haben, privat zu sein oder gar Privatsphäre zu erleben?
dass mittlerweile 6 von 10 zeitweise von zu Hause aus arbeiten. Das verändert tiefgreifend unsere Beziehung mit unseren Wohnungen und Häusern. Doch eines der größten Findings ist, dass sich für einen von 3 von uns ihr oder sein Zuhause gar nicht mehr wie zu Hause anfühlt. Dies ist ein globales Phänomen, welches sich in Städten weltweit seit 2016, dort waren es 20%, auf 35% im Jahr 2018 erhöhte. Dies kann viele Gründe haben. Das Zusammenleben mit Menschen, die wir gar nicht richtig kennen, zum Beispiel. Geografische Veränderungen. Das Leben weit weg von Familie und Freunden. Hier in der Schweiz sind es 1 von 4 Personen, welche sich an Orten außerhalb ihrer Wohnung oder Hauses mehr zu Hause fühlen als in ihrem Zuhause selbst. In städtischen Gebieten in der Schweiz sind es sogar 36%, also noch mehr. Während unserer Studie haben wir 4 emotionale Bedürfnisse, sogenannte Needs, verbunden mit dem Leben zu Hause definiert. Diese beschreiben, was es genau ausmacht, sich an seinem Lebensort zu Hause zu fühlen. Die Gewichtung dieser Needs kann sich ständig ändern und es ist von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Alter, Lebenssituation oder Lebensabschnitt abhängig. Ein Bedürfnis, was wir hier auch sehen, ist Sicherheit oder Security. Dabei geht es bei weitem nicht um finanzielle Sicherheit oder um das Schloss vor der Tür. Es geht darum, sich an einem Ort geerdet zu fühlen und das Leben zu Hause als sicheren Rückzugsort für sich selbst wahrzunehmen, wo ich sein kann, wie ich sein möchte. Belonging oder Zugehörigkeit ist der zweite Punkt, dass sich Teil von etwas fühlen, was wir uns eigentlich alle wünschen, von rundherum akzeptiert zu werden, so wie du bist, an einem Ort, der dich selbst widerspiegelt. Ownership oder Eigentum sind ein Bedürfnis. Hierbei geht es mehr um eine Art Kontrolle von Raum und Platz des Zuhauses zu haben. Es geht gar nicht um Rückzahlungen oder Kredite. Komfort, den Inhalt und die Leichtigkeit der Umgebung zu fühlen und nicht nur ein komfortables Sofa oder ein komfortables Bett zu Hause zu haben. Und am Ende Privatsphäre. Wo kann man wirklich abschalten? Wo kann man entschleunigen, sich selbst disconnecten? Und ich meine jetzt nicht durch Vorhänge oder geschlossene Türen. Doch was sagt uns das alles? Beim Wohnen zu Hause geht es um ein Netzwerk aus Orten und Plätzen. Mit unseren jetzigen Aktivitäten, Jobs und Interessen, welche einen kontinuierlichen und dauerhaften Wechsel von Ort zu Ort verursachen, ist es klar, dass unsere Umgebung und Gemeinschaft eine immer stärkere Rolle dabei spielen, das Zuhause als Zuhause oder die Hai zu definieren. Es ist schon beachtlich zu sehen, dass 64% von uns sagen, sie würden lieber in einem kleinen Zuhause, in einer tollen Lage wohnen, als in einem großen Zuhause in einer nicht so idealen Umgebung. Die Grenzen verschwimmen. Was machen wir noch zu Hause? Was machen wir eigentlich außerhalb der 4 Wände? Oder fragen wir uns mal hier alle, wer mehrmals die Woche im Fitnessstudio oder in der Arbeit duschen geht? Unsere täglichen Routinen ändern sich. Aktivitäten, welche in der Vergangenheit zu Hause gemacht wurden, finden an anderen Orten statt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut mal auf lifeathome.ikea.com oder auf lifeathome.ch. Dann bleibt mir nur noch Danke auf Schwedisch zu sagen. In dem Fall Tack euch allen. Ja, Tack auch dir für diesen spannenden Einblick in die IKEA-Welt und in unser Zuhause. Ich möchte gleich weitermachen mit der nächsten Perspektive aufs Wohnen. Und zwar verlassen wir jetzt die Stadt ein wenig. Die Marisa Schumacher ist hier. Sie ist Sektionsleiterin Südwest bei der Baudirektion Kanton Zürich. Und konkret heißt es, sie beschäftigt sich mit dem Limmatal. Das Limmatal ist ein aufstrebendes Gebiet. Sie
ist auch Vertreterin der Regionale 2025. Und wir alle wissen, in der Stadt Zürich gibt es Stadtentwicklung. Wieso rede ich jetzt eigentlich Hochdeutsch? Ich mache weiter auf Schweizerdeutsch. Es gibt Stadtentwicklung, Stadtaufwertung, es gibt Gentrifizierung und Vertreibung. Gewisse Leute von uns oder Mieterinnen und Mieter werden aus der Stadt quasi verdrängt. Gewisse von ihnen landen im Limmattal, aber das ist, oder sonst irgendwo in der Agglo, ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Aber darum ist für uns Menschen aus der Stadt sehr spannend, was dort passiert. Und auch sonst mit der Limmattalbahn, mit der ganzen Aufwertung und Entwicklung von diesem Gebiet, bin ich sehr gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen von der Marisa Schumacher von der Regionale 2025. Vielen Dank. Das war jetzt der wunderbare die wunderbare Einleitung, die perfekte Einleitung. Erstens von der Reihenfolge her, erste Stadt Zürich, dann IKEA und jetzt sind wir im Limmattal, wo natürlich IKEA zu Hause ist, also die eine von den großen. Und eben vom wegen Aglo, genau das Thema möchte ich nämlich gerne auch in meinem Vortrag aufgreifen. Das muss ich auch, ja genau. Das wurde jetzt nicht gesagt, ich bin von Hause aus eigentlich Architektin und Stadtplanerin, arbeite jetzt mehr in der Raumplanung. Und bin hier aber eben vor allen Dingen in der Rolle von der Regionale 2025. Deswegen erlaube ich mir erstens sehr viel über das Limmattal zu erzählen und zweitens ganz kurz Ihnen zu erläutern, was ist eigentlich die Regionale 2025? Hat jemand schon gehört von der Regionale 2025? Ja, es hält sich in Grenzen. Okay, umso besser. Dann packe ich gerade die Chance, was ist die Regionale? Oder was ist das Limmattal erstmal und wieso beschäftigen wir uns mit dem Limmattal? Das Limmattal ist ein Raum mit einer extrem hohen Dynamik. Für die Kantone Zürich und Aargau der Raum mit der höchsten Dynamik, mutmaßlich in der ganzen Schweiz einer der Räume mit der höchsten Dynamik. Das heißt konkret, dass die heute bestehenden 200.000 Einwohner und 80.000 Arbeitsplätze in diesem Raum in den nächsten 30 Jahren gemäß Prognosen um einen Drittel zunehmen werden. Das ist ein gewaltiger Wachstum und deswegen ist dieser Raum so interessant für uns in der Raumplanung vor allen Dingen. Von außen betrachtet, aber in der Wahrnehmung, ist es ein Raum, der eher als Zwischenraum wahrgenommen wird, Infrastruktur geprägt und das ist ein Thema, auf das ich dann noch zurückkommen werde. Und was ist genau die Regionale und was machen wir mit der Regionale? Die Regionale ist ein Instrument der regionalen Struktur- und Entwicklungsförderung. Es ist ein Format, das wir aus Deutschland kennen und für die Schweiz übertragen und anpassen. Es ist ein Pilotprojekt, wir machen das zum ersten Mal in der Schweiz und sind sehr gespannt, wie sich das äußern wird. Die Ziele sind die Entwicklung, die Vernetzung, die Aufwertung und die Förderung des Raumes, Vernetzung auf allen Ebenen, der Menschen, der Räume, der Wirtschaftsräume auch etc. Und vor allen Dingen sind es alles Initiativen, die sich um einen Raum beschäftigen, für den es keine öffentliche oder private Institution gibt, für den keiner offiziell zuständig ist. Und wir versuchen das jetzt in diesem Raum ein bisschen diese Rolle zu übernehmen. Aber jetzt eben zurück zum Raum. Ich habe ein schönes Nebelbild genommen, auch wieder so ein schönes Klischee. Sie werden sehen, es kommen ganz viele Klischees. Ich erlaube mir, das so ein bisschen provokativ, meinen Erzählfaden dran aufzuhängen. Das Limmattal oder beziehungsweise die Aglo, wie sie so gerne im Volksmund genannt wird, eben, wir haben es ja gerade gehört, genau das ist die Bezeichnung, ein blinder Fleck. Oder was heißt das eigentlich, wohnen in der Aglo beziehungsweise wohnen im Limmattal? Dazu habe ich Ihnen zwei alte Postkarten ausgegraben aus den 80er Jahren. Und was daran interessant ist, ist, dass diese Postkarten nach dem großen Bauboom in der Nachkriegszeit entstanden sind. In dieser Zeit ist die Siedlungsfläche im Limmattal mehr als verdoppelt worden. Also weit mehr, eine weit größere Überformung, als wir jetzt für die nächsten 30 Jahre erwarten, obwohl für uns das schon wahnsinnig viel erscheint. Und das Spannende an diesen Postkarten ist, dass es zeigt, wie sich dieser Raum und die Bevölkerung in dem Raum natürlich, das ist, wie sich die Gemeinden präsentieren, das ist also auch der politische Blick, also im weitesten Sinne auch der Blick der Bevölkerung dahinter, wie sie sich identifizieren mit ihrem Raum. Und das ist absolut selbstbewusst, urban. Es ist, sie sind stolz auf das, was sie geworden sind durch dieses Wachstum und durch diese Dichte.
Und was passiert heute im Limmatal, ist das, was jetzt heute an Verdichtung dort entsteht, die Entwicklung, die dort entstehen, entspricht das noch dem Selbstbild des Limmatalers? Das wäre eine interessante Frage, die wir dem Limmataler, der Limmataler Bevölkerung stellen können, die ich hier natürlich nicht beantworten möchte. Aber das Interessante daran ist, die Prinzipien vermischen sich. Agglomeration und Stadt. Was heißt Agglomeration? Was heißt Urbanität? Ein Hauptbegriff dafür ist die Vielfalt beispielsweise. Und da könnte ich jetzt eine weitführende These aufbauen, wieso ich vertreten könnte, dass die Agglomeration, die sogenannte, viel urbaner ist als das, was heute die Stadt Zürich noch ist, beispielsweise, eben gerade basierend auf dieses Konzept der Vielfalt. Aber das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Aber ich möchte einfach die Frage aufwerfen, was ist Agglomeration oder was ist Stadt, und vor allen Dingen darauf hinweisen, das vermischt sich immer stärker mehr. Aber das Limmatal ist ein Raum, das sich am Emanzipieren ist, der sich am Emanzipieren ist und der sehr stark auch sich nicht nur entwickelt als Vorraum der Stadt Zürich, eben nicht als nur als Agglomeration oder als Aglo, bös gesagt, mit allen Klischees, die damit verbunden sind, sondern wirklich als eigenständiger Raum mit einer eigenständigen Identität. Und dafür machen wir mit der Regionale auch so einiges. Und by the way, wenn Sie mehr erfahren wollen über die Regionale, ist dann nachher drüben im Apero-Raum auf dem bekannten Tisch, der auch schon erwähnt wurde, gibt es dann auch Flyer zur Regionale, wo Sie dann mehr erfahren können dazu. Hier nochmal ein Bild aus Dietikon, wo die vorher gezeigte Entwicklung jetzt im Kontext dargestellt wird, das Limmatfeld. Einigen von Ihnen ist das vermutlich bekannt. Und das erste Statement dazu auch, diese Verdichtung, die führt natürlich auch zu Sorgen und Ängste in der Bevölkerung, und die Bevölkerung muss dort auch in diesen Entwicklungen eingebunden werden und abgeholt werden. Und das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wer ist die Bevölkerung des Limmatals? Und jetzt aufgepasst, eben, ich komme wieder mit Klischees. Das ist halt, in 7 Minuten kann man nur feuilletonistisch unterwegs sein. Der Agglomerit, oder so wie das Klischee gerne verbreitet wird. Ich zeige diese Bilder eigentlich nur, um Ihnen zu sagen, das ist natürlich nicht. Der Bewohner des Limmatals ist heute, oder die Bewohner des Limmatals, die sind ganz vielfältig, die entsprechen kaum mehr einem Klischee, die sind im Gegenteil wahrscheinlich ganz schwer darzustellen, irgendwie pauschal oder in einer solchen Darstellung. Und das möchte ich Ihnen damit eigentlich auch nur als plakative Antwort geben. Gleichwohl ist das Limmatal immer noch ein Raum, wo es gewisse Möglichkeiten gibt, gewisse Freiräume, auch Lebenswelten oder vielleicht auch die, wie habe ich mir das jetzt gerade notiert, wie hießen sie, die Emotional Needs, wie wir gerade gelernt haben, auch noch vielleicht mehr Chancen haben, eine Befriedigung zu finden. Das ist auch ein Bild aus dem Limmatal. Sie sehen die Erdhäuser, so diese schlumpfartige Welt, die für gewisse Bewohner auch eine Traumwohnwelt darstellt, warum nicht? Oder das Schlössli mit dem inklusive Wassergraben vorgelegt oder direkt links daneben die original römische Villa und dergleichen mehr. Es ist noch vieles möglich im Limmatal. Aber was nicht möglich ist und was nicht sein sollte, ist das Verneinen von Urbanität und Dichte, das Verneinen von Entwicklung. Und das ist das, was wir auf dem linken Bild sehen. Das ist zum Glück auch eine sehr alte Planung, die nie realisiert wurde, die versucht eben diese ganzen Infrastrukturbauten beispielsweise zu überformen, zu verdecken, zu kaschieren und darüber nochmal eine schöne Welt, eben der Berg im Tal sozusagen mit dem unterirdischen Bahnhof zu planen. Das ist nicht die Idee und das braucht das Limmatal auch gar nicht, denn seine Vielfalt inklusive seiner Infrastruktur macht eben auch seine Qualität aus. Und noch ganz kurz ein Blick, noch eben, wenn ich diese ganzen Klischees erwähne, noch mal einen Blick zurück. Das hilft auch noch mal, sich selber also Abstand zu gewinnen und noch mal den Blick aufzufrischen auf den Raum, wo wir wirklich sind. Und ich erzähle Ihnen diese ganzen Klischees-Geschichten eigentlich nur aus einem Grund, um Sie einzuladen, genau eben diese zu überschreiten und genau hinzuschauen. Und das machen wir dann nachher gemeinsam. Aber das ist jetzt noch mal der Blick von außen, also man bemerke das Signet der Deutschen Bahn unten, also der kleine deutsche Junge, der Papa fragt, wo er auf die Modelleisenbahn schaut, Papa, ist das die Schweiz? Also auch wieder so ein Idealbild, und das einfach auch nur mit der plakativen Aussage
wir sind hier immer noch in einer Welt, die sehr hohe Qualitäten hat und die von außen betrachtet auch noch sehr nah in einer Idealwelt sind. Also mit aller Plakativität dieser Aussage, kann man das so sagen, Sie verstehen, was ich meine, ist das, das, was ich damit sagen will. Aber eben bleiben wir nochmal bei den Infrastrukturen, jetzt wird es nämlich spannend. Nämlich eine der Voraussetzungen für eine gute ÖV-Erschließung ist nämlich gerade Infrastruktur und Dichte, Einwohnerdichte, Siedlungsdichte. Und das hat eben dann auch seine Vorteile. Und das ist genau ein Phänomen vom Limmattal. Das ist eine Studie, die Comparis, ohne Werbung machen zu wollen. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen Comparis. Eine Studie, die von Comparis durchgeführt wurde, entlang von der S12. Sie sehen die Haltestellen in der Tabelle links aufgezeigt. Und die Aussage ist eigentlich auch recht plakativ. Was im Titel dargestellt wird, ist, dass innerhalb der Stadt Zürich, wie Frau Heinemann schon richtig gesagt hat, man muss gar nicht die Stadtgrenzen überschreiten, aber der Unterschied zwischen einer Wohnung beim Hauptbahnhof und einer Wohnung in Altstetten beispielsweise ermöglicht schon eine Einsparung von 600 Franken im Monat. Aber wo es dann wirklich frappant wird, ist in der Kolonne rechts außen. Das ist dann integral bereinigt mit allen höheren Steuern und Pendelkosten und dergleichen mehr, die Ersparnisse im Jahr, die man erreichen kann, wenn man eben nicht im Stadtzentrum am Hauptbahnhof wohnt, sondern beispielsweise im Limmattal. Und das ist doch recht eindrücklich. Eben im Limmattal wohnen heißt Vielfalt leben. An diesem einzigen Bild von der Stadt Zürich Richtung Baden aus betrachtet, könnte man schon eine ganze Geschichte erzählen. Aber ich möchte Sie eingeladen, genauer hinzuschauen. Und ich habe ein paar Insider befragt, mir über ihr Limmattal ein paar Geschichten zu erzählen. Und das ist jetzt auch nur ein ganz kurzer Einblick von einer Person, die aufgewachsen ist im Limmattal. Und das vergisst man heute auch gern, wo wir alle ständig im Sommer baden gehen, überall, in jedem Gewässer in der Schweiz. In den 60er, 70er Jahren war das kein Thema. Da konnte man in der Limmat nicht baden gehen. Und heute gibt es sogar Seen, beim Kappisee, bei Obersiggenthal beispielsweise, eine Qualität, die wir uns auch gerne wieder vor Augen führen möchten. Oder eben, dass fast alles in Fuß- und Velodistanz erreichbar ist, selbst in einem großen Raum wie das Limmattal, dass es auch dort feine kulturelle und historische Perlen vorzufinden sind. Das Beispiel hier ist vom Frischluft, nicht Freiluft, sondern die Frischluftbar in Baden. Das finde ich auch noch eine interessante Unterscheidung. Eben das Limmattal, auch hier wieder ein Bild, wo wir eigentlich mittendrin sind und man hat den Eindruck, man ist echt ganz verloren in der Landschaft. Nein, wir sind voll im Limmattal, eben im Limmattal, wo man lokal einkaufen gehen kann, beim Bäcker nebenan Bio-Produkte, die im Feld nebenan wachsen oder eben auch bei IKEA internationaler Betrieb einkaufen gehen kann, wo man mit der S-Bahn reisen kann, bald dann auch mit der Limmattalbahn. Oder mit dem Auto, Velotouren, alles Mögliche, die Naherholung in lauschigen Freiräumen bis hin zu, wer sie kennt, wird sich daran erfreuen, wer sie noch nicht kennt, darf gerne auf Entdeckungstour gehen, das ist auch ein bisschen die Einladung hiermit, die Kraftorte im Limmattal, beispielsweise die Emma-Kunz-Grotte oder der Bruno-Weber-Park, eben ein Raum zum Entdecken. Und dieses Ganze in der Hoffnung eben jetzt den Anfangs mit dem Sinnbild dargelegten Nebelschleier hoffentlich ein wenig gelüftet zu haben über dem Limmattal, schließe ich den Kreis, um noch auf die Regionale zurückzukommen. Die Regionale ist Raumentwicklung für die Zukunft. Das heißt, es ist unter anderem auch ein Projekt, das über 10 Jahre als Prozess für und mit den Akteuren vor Ort stattfindet. Das heißt, die einmalige Chance, den eigenen Lebensraum mitzugestalten und dort mit aktiv zu werden. In diesem Sinne natürlich ein wenig im eigenen Interesse, aber ich hoffe doch mit überzeugenden Argumenten. Das Fazit, Wohnen im Limmattal, das scheint doch eine gute Idee zu sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Marisa Schumacher, für den Ausflug ins Limmattal und den Einblick
in die aufstrebende Region. Wir wechseln wieder zurück in die Stadt Zürich, und zwar nicht weit von da. Gerade wenn man bei der Langstrassenunterführung unten durchgeht und dann gerade auf der rechten Seite ist das Zollhaus am Entstehen. Und wir haben heute Co-Projektleiterin vom Zollhaus da. Es ist Nina Schneider. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns erzählt, was dort wird entstehen. Also herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt weiss ich nicht, soll ich auch Schweizerdeutsch reden? Ja. Ja? Also gut. Ich bin natürlich als Vertreterin von der Genossenschaft Kalkbreite da. Ich bin nur Projektleiterin eben für Nutzung, Partizipation, Zollhaus. Das ist unser zweites Projekt. Aber ich fange beim ersten Projekt an. Und eigentlich am allerliebsten möchte ich jetzt anfangen mit ein paar Missverständnissen ausräumen. Weil immer noch ist es nicht ganz klar, was ist eigentlich eine Genossenschaft, wie unterscheidet sich Genossenschaft von der Stadt und von privaten Investoren. Nicht wie die Stadt, wir haben keinen öffentlichen Auftrag wie eine Stadt, die das Menschenrecht auf Wohnen garantieren muss. Und dafür schauen, dass Leute, die keinen Zugang haben zu den teuren Wohnungen, Notwohnungen bekommen, sei es am Rand der Stadt, aber irgendwo aufgefangen werden, dass sie nicht unter heiterem Himmel schlafen müssen. Wir müssen auch nicht die politische Agenda in diesem Sinn vorwärts treiben, dass die Bedingungen für billiges Wohnen, für günstiges Wohnen so sind in der Stadt, dass es überhaupt erreichbar ist, dass die Stadt eben Boden aufkauft oder Land im Baurecht abtritt an gemeinnützige Wohnbauträger, die dann überhaupt könnten noch zahlbaren Wohnraum schaffen. Wir unterscheiden uns in dem Sinn sehr von der Stadt. Wir haben da keinen öffentlichen rechtlichen Auftritt. Wir sind eigentlich Private. Und das finde ich ganz wichtig zu wissen, weil oft hat man das Gefühl, Genossenschaften sind irgendwie der Gesellschaft etwas schuldig. Wenn wir anders sind als Private, sind wir das nur, weil wir uns selber zu etwas anderem verpflichtet, als Private das tun, wenn sie etwas bauen wollen und weil wir auf den Profit verzichten. Also wenn da an der Kalkbreite etwas anderes entstanden ist, ihr seht da Durchsprünge, man weiss es schon fast nicht mehr, wie das ausgesehen hat, dann hat das damit zu tun, dass wir uns selber verpflichtet haben, mal zuerst nicht allein irgendwie zu denken, sondern alle, die mit uns denken wollen, um die Stadt zu entwickeln, eingeladen haben, mit uns zusammen zu denken und zusammen etwas Neues zu entwickeln. Das Zweite ist, wir haben uns selber verpflichtet dazu, dass wir preiswerten Wohnungsbau schaffen und Gewerberaum dazu. Und wir haben gesagt, wir wollen eben nicht nur wohnen, wir wollen arbeiten, Wohnen und Kultur wieder zusammenbringen. Und damit auch nochmal ein Plädoyer: In der Stadt wohnen soll jetzt nicht einfach nur ein Privileg sein, sondern es soll auch ein Recht sein. Und jedes Stück Land, das wir in der Stadt noch entwickeln, soll man doch so entwickeln, dass es wirklich für die Menschen ist und nicht nur für den Profit. Wir haben uns auch noch ein weiteres Ziel gesetzt. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen die soziale Durchmischung fördern. Astrid Heimann hat gesagt, das ist auch ein Ziel der Stadt. Das begrüßen wir natürlich sehr. Was wir zusätzlich auch noch fördern wollen, das sind gemeinschaftliche Einrichtungen. Das heisst, dass man mehr teilt im Alltag und nicht mehr so viel privat verschlurzt. Wichtig ist uns auch die Entwicklung gemäss der 2000-Watt-Ziel. Das heisst, dass wir Nachhaltigkeit pflegen, und zwar Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell und sozial. Das sind eigentlich Ziele, die jeder private Investor auch verfolgen könnte, wenn er sich dazu verpflichten möchte. Es verbietet niemand einer Spekulantin oder einem Investor, sich selber Ziele zu setzen und sich zu verpflichten und auf die Rendite zu verzichten. Was uns aber unterscheidet, sicher von den Privaten, ist unser Vorgehen. Wir wählen gerne einen spielerischen Ansatz und wollen auch immer wieder versuchen, vorgespurte Denkweisen zu verlassen und Neues zu schaffen. Ihr seht das erste Modell von der Kalkbreite. Leider ist es nicht ganz so farbenfroh geworden. Das hat natürlich auch mit Baugesetz zu tun. So farbenfroh dürfen wir gar nicht. Aber immerhin, die Visionen waren da gewesen. Und wir behalten sie gerne frisch, weil es ist eine schöne Erinnerung. Was wir auch machen, wir tun immer wieder
Bedürfnisse überprüfen. Astrid Heimann hat vorher auch über den privaten Wohnflächenverbrauch geredet. Wir haben das austestet, selber experimentiert auf dem Aussenraum und geschaut, wie viel Raum braucht ein Mensch überhaupt privat und wie viel Raum könnte man teilen mit anderen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass 33 Quadratmeter im Durchschnitt sollten langen. Im Zollhaus sind wir jetzt gerade bei 28 Quadratmeter im Durchschnitt pro Person. Was wir aber machen dafür ist, wir legen einen grossen Schwerpunkt auf Gemeinschaftsräume, gemeinschaftliche Einrichtungen. Den können wir grosszügig machen, wenn das nämlich noch am Schluss 250 Leute wie der Kalkbreite oder im Zollhaus 180 teilen. Dann kann man ganz grosszügige Gemeinschaftsräume machen und viel. Also im Zollhaus werden das rund 250 Quadratmeter Gemeinschaftsräume sein, wo die Leute noch nicht können, gemeinschaftlich nutzen und alle davon profitieren, statt dass sie sie privat haben. Was wir auch noch machen, ist, eben, wir prüfen die tatsächlichen Bedürfnisse überprüfen, jetzt nicht nur bei dem Wohnraumverbrauch, sondern wir überlegen uns auch, ist es wirklich so, dass man 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen bauen muss. An der Kalkbreite haben wir erstmals Cluster bauen aus Einzimmerwohnungen gegen die Vereinzelung. Es hat immer 10 Einzimmerwohnungen zusammen, haben noch eine Gemeinschaftsküche. Das fördert die Vernetzung. Wir haben aber auch riesige WGs gemacht für Grossfamilien. Die grössten WGs, die es jetzt gibt, sind 16 Personen. Das haben wir ursprünglich gar nicht geplant. Aber unsere Mitglieder sind auf uns zugekommen und haben gesagt, die Wohnungen sind viel zu klein, die wir machen, 9,5 Zimmer, das reicht uns nicht. Dann sind wir bereit, als Genossenschaft auch auf so Bedürfnisse einzugehen. Wir versuchen immer wieder, die Leute einzubeziehen. Was ihr jetzt hier seht, ist ein Bild vom ersten Workshop Hallenwohnen, wo wir versuchen, weiterzuentwickeln, Wohnformen, die uns angetragen werden und dann gemeinschaftlich Lösungen zu finden. Wir sehen aber das Wohnen nicht nur im Innenraum, sondern wir finden, Wohnen ist etwas, was man in der Stadt macht, auch für aussen. Wir haben das von der IKEA gehört, oder? Viele Leute fühlen sich nicht in den eigenen vier Wänden heim. Ganz wichtig ist, dass wir uns auch in der Stadt daheim fühlen, dass wir miteinander Gärten haben, dass wir Kino machen für aussen, dass wir eine Bar machen können, dass wir den städtischen Raum auch für uns nutzen und nicht ein Auto überlassen. Da probieren wir uns als Genossenschaft immer wieder zu engagieren. Natürlich auch mit dem Gewerbe, das wir anbieten, im EG, wo wir probieren, das Angebot fürs Quartier zu schaffen. Und auch eine Durchlässigkeit haben, also nicht Hochburgen vom Wohnen bauen, sondern ein Haus, das die Stadt auch einlädt und Angebote bietet. Genau. Genossenschaften. Wir entwickeln natürlich nichts allein. Wir knüpfen an eine lange Genossenschaftstradition. Und es ist da in der Einladung gestanden, Innovation muss man es neu machen. Wir knüpfen an eine Genossenschaftstradition von über 100 Jahren, sonst gäbe es uns nicht. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man in Zürich das Baurecht eingerichtet und ermöglicht, dass man Boden pachten und damit günstigen Wohnraum schaffen. Wir tun uns aber auch verknüpfen mit neuen Initiativen. Wir sind nicht Alleinkämpfer. Wir unterstützen auch da gesehen der 100%-Initiative vom Verein Neugass, die dafür kämpft, dass die Stadt die letzten Grundstücke in der Stadt aufkauft und eben dann im Baurecht abgibt, dass die nicht von privaten Investoren für Renditebauten genutzt werden. Also uns ist wichtig, dass die Stadtpolitik weiterentwickelt wird und dass wir wirklich 2050, wie Astrid Heimann gesagt hat, dort angelangt, dass ein Drittel vom Wohnungsbau in Zürich gemeinnützig ist. Und das geht nur, wenn alle Genossenschaften miteinander am gleichen Strick ziehen und sich dort auch engagieren. Ja, ich komme zum Zollhaus. Das ist, wird dann jetzt schon bald da hinten aus dem Boden kommen. Wir sind jetzt bei der Bodenplatte. Wenn ich jetzt über das Zollhaus rede, was ist denn so schaurig innovativ an uns? Ich muss sagen, in erster Linie stoßen auch wir immer wieder an Hürden. Und da möchte ich heute zwei Hürden mal darlegen. Das eine ist die baurechtlichen Verordnungen.
Das sind enge Korsette für uns als Genossenschaft, wenn wir neue Formen von Wohnen realisieren wollen. Im Namen der Nachhaltigkeit, ich habe es gesagt, tun wir den Wohnraum zum Beispiel auf 28 Quadratmeter jetzt pro Person limitieren. Wir wollen aber gerne auch subventionierte Wohnungen anbieten. Jetzt stoßen wir jedes Mal, wenn wir mit dem Amt für Wohnbauförderung ansitzen, an Grenzen, dass sie sagen, ja, zum Schutz der schlechter gestellten in unserer Gesellschaft gibt es Gesetze und eure Wohnungen sind eigentlich zu klein, die kann man gar nicht subventionieren. Also unser Ansatz für kleine Wohnungen, viel Gemeinschaftsraum, führt dazu, dass eigentlich die Stadt jetzt wirklich langsam gedrängt ist, diese Verordnungen zu ändern, weil sie sonst Wohnungen in der Stadt gar nicht mehr subventionieren kann, die zeitgemäss sind. Also das ist, es gibt Mindestgrössen, die sind einmal zum Schutz entwickelt worden, aber vielleicht müssen wir es dann auch wieder mal anpassen. Dann haben wir ein zweites Problem gehabt. Wir haben gedacht, wir wollen ökologisch einen Schritt weiter gehen, als wir bisher gegangen sind. Wir verzichten ja auf Autos, wir haben gute Dämmung, Bodenheizung, wir haben ganz viele Gemeinschaftsräume. Im Zollhaus haben wir gedacht, jetzt probieren wir doch noch, unsere Energie zu optimieren und unsere Fäkalien, Urin und Kot kompostieren und das, was wir als Menschen Energie produzieren, zurück in den Kreislauf bringen. Natürlich hat es AWL gar keine Freude gehabt. Sie haben gesagt, ja, wir haben hier eine Kläranlage gebaut für die ganze Stadt. Da müssen sich alle beteiligen. Unmöglich, dass man da nicht mitmacht. Wir sind hier in einer Gewässerschutzzone. Kann man unmöglich so machen, dass das dicht ist. Das ist viel zu gefährlich. Da könnt ihr bis zum Bundesgericht gehen. Das ist, könnt ihr nicht realisieren in der Stadt. Wir hätten das gerne kopiert von Genf. In Genf ist das möglich, lustigerweise. Vielleicht gibt es später ein Projekt, wo Zürich auch so einen Schritt macht und sieht, dass man mit Energie neu umgehen kann. Ich habe gerade vorgestern in der Zeitung gelesen, dass man daran forscht, aus Urin Brennstoff für Autos zu machen. Vielleicht ist dann die Stadt Zürich später auch dabei. Dann noch Hallenwohnungen. Ich habe es vorher angetönt. Wir wollten hier Hallenwohnungen bauen. Wir bauen auch Hallenwohnungen. Wir haben ein Stockwerk extra 4,25 Meter hoch gemacht, damit die Leute, die es bewohnen, können selber ausbauen können. Und nachdem wir die Mietergruppe, die wir hier schön mit ihnen geschafft haben, zusammengehend und zwei Gruppen gehabt haben, wir gedacht, so, jetzt gehen wir mal bei der Stadtbaumeisterin schauen, kann man das realisieren. Und haben gemerkt, aha, Baurecht geht nicht. Oder? Man darf keine Galerie machen, wo man nicht stehen kann. Also offiziell ein Hochbett nehmen, reinbauen, das geht nicht. Das muss 2,40 Meter hoch sein. Man darf keine Schlafklausel machen, die kleiner als 10 Quadratmeter ist, weil man sagt, wir wollen jetzt grossen Gemeinschaftsraum und kleine Nestchen haben. Wir haben das Konzept, das wir mal hatten, um zu sagen, die Leute dürfen selber gestalten und ihre Bewilligung einholen, haben wir gerade müssen ablassen und haben gesagt, wir machen den Grundausbau. Ihr dürft noch im Rahmen der Möblierung selber etwas drin machen. Wir haben einfach müssen sagen, die Hürden, die das Baugesetz stellt, die sind viel zu hoch, als dass man jetzt einfach könnte, partizipativ, wie wir das gerne machen möchten, mit unserer Basis etwas entwickeln. Dann noch eine zweite Hürde. Geld, da haben wir jetzt auch noch nicht so drüber geredet. Heutzutage, angesichts der Auflagen, die man hat im städtischen Planen und Bauen und mit den Auflagen, die wir uns zum Teil auch selber stellen, mit Minergie EcoP, sind wir immer mehr abhängig von Planerinnen und Planern. Das ist ein ganzer Tross von Leuten, wo wir nicht mehr können, unsere Basis anziehen und sagen, wir denken miteinander, sondern wir müssen da irgendwie die Experten haben, die uns eine Erschütterungsmatte machen, damit man neben der Bahn überhaupt wohnen kann, die einen Abprallschutz machen, dass ein Loki mit irgendwie 60 km ins Haus fahren kann. Das heisst, dass wir am Schluss gar nicht viel billiger bauen als andere. Und das im Wohnen kann man sagen, wir haben es jetzt gerade noch geschafft, dass man sagen kann, das sind akzeptable Mieten, die man machen könnte im Zollhaus. Beim Gewerbe können wir das Ziel von Wohnen und Arbeiten und Kultur nebeneinander nur beschränkt erreichen. Natürlich haben wir jetzt lässige Sachen gefunden, aber was wir eigentlich wollen, dass man im Ege auch mal noch einen Schreiner haben kann, dass man Atelier machen für Künstlerinnen und Künstler, dass man eine Velowerkstatt einrichten kann, das schaffen wir nicht mehr bei diesen Preisen in der Stadt. Und damit nochmal ein Plädoyer von Bodenspekulation treiben die Mieten in der Stadt Zürich so auf, dass Leben wirklich schwierig ist. Und
Darum muss ich sagen, was ist innovativ am Zollhaus? Letztendlich, wir bemühen uns um neue Wohnformen, aber das Innovativste werden die Bewohner und Bewohnerinnen sein, die zusammen eine neue Gemeinschaft bilden. Beziehungen untereinander, anders zusammenleben. Und das ist eigentlich etwas, was man in jeder Siedlung realisieren kann, dass man versucht, mit den Nachbarinnen und den Nachbarn den Raum, den man zur Verfügung hat, anders zu bewohnen, anders zu beleben und anders zu gestalten. Und eigentlich letztendlich unterscheiden wir uns dann doch auch in einem kleinen Maß. Das ist alles, was ich heute wollte sagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Nina Schneider von der Kalkbreite Zollhaus, für die Exkursion unter den Gleistour in Kreis 5. Falls wir jetzt, also Sie haben jetzt das Projekt recht gehypt und sehr schön erzählt, wie lässig das dort ist. Hat es denn noch Platz oder ist schon alles vergeben, wenn es dann fertig ist? Also gut. Kleiner Pitch. Also, wir vermieten nur an Genossenschaftler und Genossenschafterinnen, die unsere Genossenschaft und die ganze Entwicklung von diesen Projekten auch mit unterstützen. Und wir haben eigentlich Deadline gemacht, dass man muss bis im letzten Sommer zu der GV hat man müssen Mitglied werden. Jetzt dann Anfang März machen wir eine Veranstaltung, wo wir die Vermietung ausschreiben, also für die Interessenten und Interessentinnen einzuladen. Es haben sich schon über 500 Menschen angemeldet von unseren 2000 Genossenschafterinnen. Wir haben insgesamt 56 Wohnungen. Also leider können wir aus Bedürfnis, wie das dort Heimann gesagt hat, wir sind ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber vielleicht ahmt jemand das nach, was wir machen, und dann gibt es einen Multiplikationseffekt. Und dann kommen wir weiter. Schön, danke. Also leider keine Wohnungen mehr in diesem schönen Areal. Wer aber trotzdem auf eine Genossenschaftswohnung hofft in der Stadt Zürich, wir haben auf zürich.ch eine Liste mit allen Genossenschaften, die eine Warteliste führen. Ihr könnt einfach googlen, Stadt Zürich, Genossenschaft mit Warteliste, und dann kommen wir auf den Artikel und können dort anmelden und dort euer Glück versuchen. Jetzt machen wir aber einen Schritt weg von Genossenschaften hin zu einer anderen Perspektive aufs Wohnen. Und zwar hören wir als nächstes den Ralf Büsser von Vision Apartments. Er ist dort Chief Operating Officer. Und was Vision Apartments genau macht und was ihre Idee ist, das hören wir gerade jetzt. Ja, besten Dank. Ralf Büsser, ja, von Vision Apartments. Ich bin ja zuständig bei Vision Apartments für Geschäftsentwicklung einerseits und andererseits auch für das operative Tagtägliche, wo uns eigentlich so ein bisschen in die Nähe von einem Hotelleriebetrieb rückt, nicht wahr? Aber eigentlich sind wir in einer Nische unterwegs, oder? Und die Nische, die deckt eigentlich einen Bereich ab, wo der reguläre Wohnmarkt, wo wir alle drinnen und unterwegs sind, nicht kann abdecken, und andererseits aber die Hotellerie dann einfach too much ist. Also die Gäste, die bei uns sind, das sind Leute, die sind auf der Suche nach einer temporären Bleibe, wie man das so schön sagt. Das sind Leute, die leben bei uns in der Regel so zwischen einem Monat, zwei Monaten, vielleicht einmal drei Monaten. Es gibt Ausnahmen, die sind auch ein Jahr oder zwei bei uns. Dann sind die aber wieder weg. Die wollen nicht in ein Hotel, weil die suchen ein bisschen mehr Platz. Die suchen ja, ein bisschen Privacy, die wollen das ein bisschen für sich sein. Die kommen da noch zum Arbeiten typischerweise und dann gehen die wieder. Also wir haben 80% Expats bei uns, die kommen überwiegend aus Europa. Es ist eine wachsende Anzahl von Asiaten, die wir beherbergen bei uns. Es ist etwas von Nord- und Südamerika, wobei die aber ihre eigenen Anbieter haben, die uns außen vor lassen. Ja, das zeigt ein bisschen, oder? Auch wenn man die Bilder anschaut, wenn man den Namen von der Firma anschaut, dass unser Zielpublikum ist. Das sind Leute, die kommen eigentlich aus einem Hotelleben, oder? Die leben das Spesenleben üblicherweise. Und was sie bei uns da buchen, oder? Das buchen die nicht selber, sondern das bucht die Firma für die. Es kommt ein bisschen darauf an, wo wir unsere Liegenschaften verorten, oder? Und man sieht ein bisschen, Zürich tickt anders, wie Wöwe tickt, wie Frankfurt tickt, wie Wien tickt. Und entsprechend sieht man, so ein bisschen, wie die Geschichten ausstaffiert sind. Das orientiert sich am Publikum. Man merkt relativ schnell, wenn die Häuser leer stehen. Über die ganze Gruppe, das sind etwa 1800 Wohnungen europaweit, haben wir eine Auslastung von 95%. Es gibt praktisch keine leeren Wohnungen bei uns.
Ein Hotel hat eine Auslastung von gegen 70%, üblicherweise. Die Leute, die bei uns wohnen, die möchten gerne an einem Ort wohnen, wo sie ohne Auto ankommen. Wir fliegen in der Regel von irgendwoher auf Zürich. Die haben kein Auto da, die mieten auch kein Auto da. Sondern die möchten das Tram vor dem Haus, sie wollen irgendeinen Bus vor dem Haus oder sie wollen mit dem Velo in der kürzesten Zeit bei Google sein, bei irgendjemandem sein, um arbeiten gehen. Das heisst ein bisschen, wir können durchaus auch in der Peripherie sein. Wir müssen nicht mitten in der Stadt hocken, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wir müssen in ein paar wenigen Minuten mit der S-Bahn eigentlich hineinkommen. Und das unterscheidet Zürich nicht von anderen Städten eigentlich in Europa. Vision Apartments, Vision Apartments ist Eigentümerin von ihren Häusern. Wir mieten also praktisch nichts zu. Unsere Konkurrenten, praktisch alle unsere Konkurrenten, die mieten, oder? Und die mieten vom regulären Wohnungsmarkt ganze Häuser zu. Tun sie updaten, tun sie neu ausstatten und vermieten sie dann zum x-fachen Preis grundsätzlich, oder? Und das ist etwas, was wir uns ein davon entziehen tun. Das hat zur Folge, dass wir, wenn man Bilder auch anschaut, eigentlich relativ hochklassig ausgerüstete Apartments können vermarkten. Mit dem Preis sind wir aber eigentlich recht überschaubar verglichen mit anderen so temporären Unterkünften. Bitte? Der Preis! Das fängt an bei etwas unter 1'000 Franken für 25 Quadratmeter an guter Lage. Geht bis auf 6'000 Franken. Nein, pro Monat. Ja, wäre schön. Wäre schön, dann wäre ich brüner. Voilà. Also in der Vergangenheit von Vision Apartments lebt man eigentlich eine relativ kleinstrukturiertes Portfolio. Oder? Es gibt da Häuser, die haben 20, 30, 40 Wohnungen. Wir sind von dem weggekommen. Das Grösste, was wir im Moment haben, ist da in der Stadt Zürich der Wolframplatz. Bahnhof Gieshübel. Das sind etwas über 200 Einheiten. Die Grösse von diesen Einheiten ist im Durchschnitt etwa 25 Quadratmeter. Es sind kleine Einheiten gesucht. Also wenn wir 2-3 Zimmerwohnungen bauen, die wir auf dem Markt wahrscheinlich schon loskriegen würden, dann haben wir aber einen Haufen Platz in diesen Häusern, der eigentlich den ganzen Tag leer steht, bis zum Abend irgendeiner kommt und schlafen. Und das ist nicht das, was wir wollen, oder? Sondern wir wollen die Häuser gut ausnutzen, die wir haben. Trotzdem eigentlich alles bieten, was man braucht zum Wohnen. Dort hat es Küche, man kommt Tücher über, da wird einmal in der Woche geputzt. Es ist Geschirr drin, es hat, wenn man möchte, eine Kaffeemaschine drin. Es geht eigentlich alles, man kann nur mit seinem Koffer und mit seinen Kleidern zu uns kommen. Was man dann aber nicht hat, wie ein Hotel das halt eben bietet, ist zum Beispiel ein Concierge, der einen begrüßt, wenn man reinkommt. Oder jemand, der jeden Tag Tücher wechselt. Oder eine Zeit, wo man muss zum Morgen essen muss. Man ist auch effektiv eigentlich für sich allein unterwegs. Man checkt auch ein, man kommt gut über aufs Handy, mit dem checkt man ein, mit dem checkt man auch wieder aus und hat mit uns eigentlich so weit gar nichts zu tun. Man kann zusätzliche Services kaufen, wenn man das möchte. Ist so ein bisschen eine durchschnittliche Nachfrage. Das sind vor allem asiatische Gäste, die sich das wünschen, die sich das offenbar auch gewöhnt sind. Wenn man so die europäischen Gäste anschaut, dann ist das etwas, was man eigentlich nicht so wahnsinnig zuverkauft. Voilà. C'est ça. Dann würde ich für den Moment schließen und wir sehen uns beim Apero. Danke vielmals. Vielen Dank, Ralf Büsser von Vision Apartments, für den Einblick in eine Welt, die vermutlich die meisten Zürcherinnen und Zürcher nie so werden sehen. Aber wir fahren ja immer wieder an diesen Immobilien, diesen Liegenschaften vorbei. Und darum sind sie auch Teil von unserer Stadt. Wir kommen jetzt, also vorher sind wir irgendwie mit dem Zollhaus schon relativ näher gewesen, da wo wir jetzt sind. Jetzt kommen wir aber noch näher, weil der nächste Vortrag wird sie von der Barbara Seleni und sie ist Projektmanagerin von der SBB Immobilien und die SBB Immobilien hat auch die Europaallee geplant und umgesetzt zusammen mit der Stadt Zürich und ist jetzt auch dran mit dem Neugas-Areal und darum denke ich, werden wir jetzt sehr viele spannende Einblicke hören. Schönen guten Abend.
Wohnen und die Schweizerische Bundesbahn sind nicht unbedingt eine neuzeitliche Erscheinung. So sind Schlafwagen als Form von mobiler Hotellerie, so wie wir es eben gerade bei Virgin Apartments gesehen haben, schon seit dem frühen 20. Jahrhundert ein Thema. Oder auch so, vorher haben wir gesehen eine Illustration von Walter Hefeli, ein Werbeplakat eines Schlafwagens, so in der Umsetzung oder eben dann auch von außen als eine Abfolge von Wagen, also eine Abfolge von Kleinstapartments. Reisen in jeglichem Komfort des Wohnens, dies ist eine Perspektive von Wohnen und Bahn. Im gleichen Zeitraum etwa entstanden die ersten Siedlungen und Bauten für und durch Initiative von Bahnmitarbeitern, Wohnsiedlungen, welche Mitarbeitern ermöglichten, nahe an der Arbeitsstätte zu wohnen. Hier ein Beispiel der Familiensiedlung der Wohnbaugenossenschaft der Eisenbahn- und Baugenossenschaft in Bern, 1929. In dem Aufruf der Berner Eisenbahner hieß es damals, es soll eine Genossenschaft gebildet werden, in der jeglicher Eisenbahner, ob hoch oder niedrig, Platz findet. Eine Genossenschaft, die imstande sein wird, ihre Mitglieder von den Wohnungssorgen zu befreien. Eine der dringendsten Aufgaben der Genossenschaft wird sein, den Angestellten der unteren Dienstklassen Wohnungen zu möglichst niedrigen Mietzinsen zu verschaffen. Am 1. Juli 1919 fand die Gründungsversammlung statt und entstanden ist diese Siedlung von Einfamilienhäusern. Dies entsprach damals dem Bild des Wohnens, dem Idealbild des Wohnens für Bahnmitarbeiter. In einer anderen Form entstand in den 60er Jahren die Wohnhochhäuser mit Dienstwohnungen, ebenfalls mit Bezug zu Produktions- und Rangieranlagen. Diese waren als Mietwohnungen konzipiert und sind zum Teil noch heute so in unserem Portfolio enthalten. Hier ein Wohnhochhaus in Muttenz, 1965. Oder kommen wir an die Neugasse, das Wohnhochhaus, auch etwa 1962 erbaut. Das ursprüngliche Raumprogramm dieses Hochhauses an der Neugasse erhielt in den unteren Geschossen Instruktionsräume, in den oberen Geschossen 8 Einzelzimmer für ledige Fahrdienst- und Visiteursanwärter sowie 20 Dienstwohnungen von 2,5 bis 4,5 Zimmern. Also auch hier eine sehr bedarfsorientierte Entwicklung für den Bahnmitarbeiter. Die Einzelwohnungen gibt es heute nicht mehr, so zur Info. Mit der Restrukturierung der Bahn und der SBB AG 2002 sowie der Errichtung der SBB Immobilien in 2006 sieht es eben ganz anders aus. Unsere Liegenschaften dienen jetzt nicht mehr nur unseren eigenen Bahnmitarbeitern oder unseren eigenen Bedürfnissen. Wir operieren in diesen drei Portfolios, in den Bahnhöfen, die kennt jeder wahrscheinlich sehr gut. In dem Portfolio Bahnproduktion, das sind die Anlagen, mit denen wir die Züge unterhalten, reparieren, und eben dem Portfolio Anlageobjekte, in so einem wir heute Abend jetzt hier stehen. Das sind eben die Bereiche, mit denen wir Erträge erwirtschaften, mit denen wir dann wieder die Bahnhöfe, die Bahnproduktion als auch den gesamten Bahnbetrieb mittragen. Wenn wir uns spezifisch die Nutzungsarten anschauen, die SBB Immobilien hat, dann sehen wir auch, dass der Anteil Wohnen relativ gering ist. Wir sind nämlich nur 5% unseres Gesamtportfolios. Das heißt, der größte Teil ist eigentlich das, was wir aus den Bahnhöfen kennen, im Retail-Bereich, im Bürobereich, Arztpraxen. Aber der Anteil Wohnen beträgt eben nur 5%. Schauen wir auf die Stadt Zürich, dann sind das die Liegenschaften, die wir hier besitzen oder im Baurecht die Areale abgegeben haben. Und wenn wir auf die Übersicht schauen, dann sieht man, dass wir etwa 60% Liegenschaften im Marktsegment betreiben. 40% sind Wohnungen, die wir in Gemeinnützen entweder an Bauträger verkauft haben, die Areale, oder in Baurechten abgetreten haben. Und dann gibt es noch so ein paar, die lassen sich nicht zuordnen, aber das ist eigentlich so das, was wir in der Stadt Zürich betreiben. Weil wir nicht nur Wohnen entwickeln, sondern weil eben wir auch für Freiräume, Erschließungen, Infrastrukturen und alles Mögliche verantwortlich sind bei unseren Entwicklungen, haben wir zum Beispiel jetzt beim Areal Neugasse einen Ansatz gewählt,
bei dem Interessierte schon sehr frühzeitig in die Planung mit eingebunden werden. Ähnlich wie das die Kalkbreite in ihren Projekten auch vorgestellt hat. Die Grundüberlegung der Quartiersentwicklung ist eben nicht nur Wohnraum zu schaffen, sondern eben auch viel mehr zu schaffen, also wirklich einen Teil der Stadt zu schaffen. In diesem Projekt sind entstanden Situationen. Diese Situationen beschreiben wieder ganz unterschiedliche Anforderungen an die Teilbereiche des Areals und sie verbinden eben auch öffentliche Plätze, Velo, Fußwege, Infrastrukturen wie zum Beispiel ein Schulhaus, Wohnen, Gewerbe, Freiräume miteinander. Die Idee ist, dass diese Vielfalt, diese Typologie sich dann auch irgendwann mal in die Wohnhausvielfalt umsetzt. Also 30 Häuser, 30 Typologien war mal so die Idee. Und das wäre das, was wir eigentlich im nächsten Schritt mit dem Areal und mit der Entwicklung so vorhaben. Und so versuche ich eigentlich nahezubringen, dass SBB Immobilien eben nicht nur als das Wohnen ein zentrales Thema ist, sondern dass auch die Lebensräume das Thema sind, dass die Entwicklung an zentralen Lagen, die Innenverdichtung, von der wir auch schon anfänglich gehört haben, ein zentrales Thema ist und dass wir auch so es schaffen, mit den Städten, für die Städte, in den Städten die Vernetzung von Mobilitätsketten und Lebensräumen zu ermöglichen. Und dann schließe ich ab mit Z und übergebe an Walter Angst. Vielen Dank, Frau Zeleni. Und du musst dich leider einen kurzen Moment Geduld, aber du darfst natürlich schon da anstehen oder auch noch mal absitzen, wie du möchtest. Zu deinem Glück zählt es schon von deinen 7 Minuten. Vielen Dank nochmal für den Einblick in die SBB Immobilien. Und jetzt wird es ein bisschen politisch. Und zwar kommt jetzt der Walter Angst. Walter Angst ist heute eigentlich da als Vertreter vom Mieterinnen- und Mieterverband. Er ist aber auch Regierungsratskandidat von der AL. Und als ich ihn mal getroffen habe im Herbst für den Wohnfokus, um den Mieterverband zu überzeugen, zum Sponsor werden, jetzt bei dem ganzen Projekt, habe ich ihn gefragt, ob er schon im Wahlkampf sei. Und nicht hat er gefunden, ich bin immer im Wahlkampf. Und für heute Abend hat er keine Folie mitgebracht. Er meint, es gehe nur 3 Minuten. Er hat aber trotzdem auch 7 Minuten wie alle anderen. Und ich bin jetzt gespannt, was er. Wie lange, dass man etwas hört und was, dass man hört? Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich ein bisschen halb unvorbereitet hierher gekommen. Ich habe mich total gefreut über das, was ich da gesehen habe. Als erstes, als ich abgesessen bin und habe auch so eine Art Folie. Und dann bin ich durch ein Wechselbad von den Gefühlen durchgeführt worden jetzt bei diesem Abend. Und ich muss einfach einleiten, bevor ich zu dem komme, was ich eigentlich sagen wollte, 3 Reaktionen machen. Zu der Projektentwicklerin im Limmental. Im Mieterverband kommen ganz viele Leute, die im Limmental gewohnt haben bisher und jetzt unter Druck sind, weil die Siedlungen aus den 60er Jahren, die zwischen 600 und 800 Franken die Wohnung gekostet haben, verschwinden durch einen Einheitsbrei, der nicht sozial durchmischt ist. Dann Vision Apartments. Das erste Mal hatte ich mit ihnen Kontakt gehabt, wo sie einer Frau, die verschuldet ist, einer Taxifahrerin, das sind wahrscheinlich nicht sie, sie sind schon jetzt ein bisschen weiterentwickelt, oder? Wohnungen da in der Nähe vom BGZ vermietet hat. Das sind 3 Personen gewesen, eine Tochter, die sehr gut Giga spielt. Und 2 Taxifahrer und die haben zuerst 2,6 gezahlt für eine Einzimmerwohnung. Nachher haben sie durch einen Kettenmietvertrag das auf 2,8 und 2,3000 aufgedruckt. Nachher sind wir reingekommen und haben gesehen, dass sie das nicht dürfen. Haben sie ein bisschen abnehmen. Was sie jetzt machen, das ist natürlich an bester Lage Verdrängung oder Vernichtung von attraktivsten Flächen für gute Quartiere. Also das Beispiel, das sie gezeigt haben am Wolframplatz, das ist die Einöde, oder, heutzutage. Weil man produziert dort an zentralster Lage Einöden, die kein Quartier ergeben, zu hohen Preisen. Und sie können natürlich mit dem Angebot, das sie machen, auf dem Bodenmarkt, die Genossenschaften, das sind Würstli, oder? Aber auch die Stadt Zürich kann dort nicht mehr mithalten, wenn sie Wohnraum bauen wollen, weil sie können in einem Segment kaufen. Wo viel mehr Ertrag abwirft und damit auch der Boden mehr wert ist. Und dann, Frau Zeleni,
Es war auch schön, Ihnen zuzuhören, wie die SBB ja sehr eine soziale Vermieterin ist. Aber die Realität, und das sind ja auch die neuesten Strategien, die Sie ausweichen, ist, dass Sie stehen für die Durchkapitalisierung des Wohnens. Das ist eine schöne Tabelle, die ich wahrscheinlich hier projizieren soll. Sie haben heute machen Sie einen Ertrag mit SBB-Immobilien, nachdem Sie das Märchen, dass man die Pensionskasse von der SBB muss ausfinanzieren muss, erledigt haben. 500 Millionen Ertrag mit ihren Liegenschaften. Und das Ziel ist, in 20 Jahren, 2037, 1,2 Milliarden Ertrag zu realisieren. Und Sie haben die Leute, die da Gleisarbeiter waren, gerade hier schräg gegenüber, also nicht auf der anderen Seite von der SBB, sondern da hinten, haben sie rausgerührt. Es wohnen jetzt andere Leute rein. Es hat wahrscheinlich auch Leute da rein, die dort rein wohnen, die in einem anderen Segment sind. Und das ist ein Teil von diesen Mehrerträgen, die sie haben können realisieren. Gut, das ist ein Intro. Ich bin gefragt worden, was... was ich für eine Wohnvision habe, hat man mir gesagt, soll ich erzählen. Und ich kann sagen, dass ich meine persönliche Wohnvision kurz darstellen kann. Ich wohne auf dem Bühlhügel oben. Ich hatte das Glück, 2012 schon aus meiner schönen Wohnung an der Stauffacherstrasse rausgerührt worden zu sein, weil sie verkauft worden ist. Weil dann habe ich für 2800 Franken die Wohnung von einer Pensionskasse aus den 60er Jahren können mieten auf dem Bühlhügel. Und jetzt ist dank der Referenzzinssenkung ist sie nur noch 2500 Franken. Ist super, oder? Und das Quartier ist genial, weil das ist ein Prototyp von einem durchmischten Quartier. Meine Tochter geht ins Bühl in die Schule. Dort rein, es hat das Kind, den Bühlhügel, oben am Goldbrunnenplatz. Beim Schulhaus Bühl, bei der Kante Wiedeke, wenn Sie kennen, beim Bühlschulkiel, die imposante Kirche, die dort oben ist. Dort hat es einerseits ganz viele Kinder von den institutionellen Anlegern in der Binz, die 3'500-4'000 Franken zahlen. Super, die sind dort auf der ehemaligen Lehmgrube, hat man dort gebaut und hat keine Vorgaben gemacht zu dieser Zeit. Das war das Zeitalter nach der Ursula Koch, Elmar Ledergerber, wo man dort relativ freizügig mit dem Land umgegangen ist. Dann hat es aber auch Kinder, die Wohnungen haben von der Frau Heimann, nämlich aus der Heuriet, aus der Rebhügelsiedlung. Die sind sehr verunsichert jetzt wegen dem neuen Vermietungsreglement, weil sie haben ja gesagt, man will sagen, wie man muss wohnen. Es ist ja nicht ganz so, dass der Gemeinderat gesagt hat, sie müssen jetzt sagen, wie man muss wohnen. Er hat einfach gesagt, wir wollen eine bessere Verteilung von dem Wohnraum. Das ist ja sinnvoll. Aber das ist eine gewisse Unruhe, die dort ist. Es hat auch ganz viele private Wohnungsvermieter, die ja eine sehr stabilisierende Wirkung haben auf den Wohnungsmarkt. Das ist eine super Lage, es ist durchmischt, es ist grün, man ist schnell in der Stadt. Genial, wirklich. Das ist das, wie wahrscheinlich alle da innen möchten wohnen. Auch die nicht viel zahlen können. Nicht alle haben das Privileg, das zu realisieren. Aber es ist natürlich bedroht. Das ist eine Realität. Es wächst vom Ida-Platz auf der Druck von der Umwandlung. Wir haben Neuapostolen haben dort ein Gebetshaus gehabt. Das haben sie jetzt abgerissen und 4'500 fränkige Wohnungen drauf gebaut, damit sie ein neues Gebetshaus bauen können, neben dem Kochareal. Das haben sie realisiert. Das ist super. Die Geschichten sind ja alle super, oder, wenn man die so hört. Es gibt aber auch Sachen jetzt im Braunau-Park, das haben ihr vielleicht gehört, wo die CS die Häuser, die sie auf Auflagen bekommen hat oder können bauen im Braunau-Park, damit man oben durch das Uetlihof-Monstrum von diesem CS-Verwaltungszentrum hat können bauen. Nach 20, 30 Jahren wurden abrissen und jetzt dort Renditewohnungen machen. Also es ist ein bedrohtes Biotop eigentlich, auch der Kreis Wiedeke. Es hat schon längst angefangen mit eben gleichen Prozess wie im Limmental, dass billige Wohnungen aus den 60er Jahren verschwunden sind und dann 2'500-3'000 fränkige Wohnungen erstellt werden. Und die eigentliche Fragestellung, so habe ich es verstanden, ist ja eigentlich, wie können wir Widerstand leisten? Wie können wir dieser Durchkapitalisierung, wo die durchmischten Quartiere ersetzen durch einen Einheitspreis, der sehr teuer ist, sei es im Limmental, sei es in den Bildern, die wir hier gesehen haben, bei Vision Apartment, aber auch bei der SBB, in den Neubauten, nicht bei, nicht bei der Neugasse, aber da komme ich nachher noch drauf. Wie kann man dem widerstehen?
Es ist ein wunderbares Buch vom Kurzen Maschine über die Helmutstrasse von Hannes Lindemeyer, wo Geschichte aufzeigt, wie man den Widerstand leisten kann. Das ist nämlich durch Vernetzung im Quartier, durch funktionierende Nachbarschaften. Das haben sie in den 70er Jahren angefangen. Man hat besetzt zuerst, oder? Darum ist das, was wir am Anfang gezeigt haben, ist ein super Zettel. Und nachher hat man sich vernetzt mit den Leuten rundherum. Man hat dann städtische Projekte müssen bekämpfen, dass man die hat können erhalten, die Wohnungen, die alte Helmi hat eine Genossenschaft reingegeben. Und das ist noch 30 Jahre später ist das ein riesen Erfolgsrezept, weil es hat jetzt gerade die Musikschule von der Stadt Zürich hat dort eine Renditeverkauf machen von Objekten an der Nietengasse, von der Meo sein Velo hat, wo neue Leute dort eine Bar eingerichtet haben. Und sie haben es geschafft, das Netzwerk 30 Jahre danach, wenn all die sind schon Kirchenpflegspräsidenten und all ganz alt, aber sie haben es geschafft, mit dem Filippo Leutenhebter dafür zu sorgen, dass die Dreieck die Häuser hat können kaufen und die bleiben jetzt irgendwo in einem vernünftigen Verhältnis. Ich glaube, das zweite Beispiel, das wir heute jetzt auch gehört haben, ist die Neugasse. Dort sind Genossenschaften aus ihren Biotopen rausgegangen, haben zusammen mit dem Mieterverband, mit engagierten Bewohnerinnen, die in Privathäusern wohnen, die Initiative 100% realisiert. Sie haben einen riesen Erfolg schon gehabt, dass nämlich die SBB gesagt hat, wir machen nicht nur einfach den Drittel, also 25% von der Fläche machen wir für gemeinnützige Wohnungen, sondern man hat jetzt gesagt, man macht nochmal 25% sogenannte preislich limitierte Wohnungen und wir werden so weit kommen mit dieser Kampagne, dass der SBB auch wird zu den zweiten 25%, dann sind wir bei 2/3, vielleicht ein bisschen weniger, weil die SBB nicht mitmacht, wird ja sagen, dass das auch preisgünstige Wohnungen sind, nämlich solche, die nach Kostenmiete realisiert werden. Das sind Beispiele von Nachbarschaften, die funktionieren. Und ich glaube, das sollte für alle da innen ein Aufruf sein. Kommt in den Mieterverband, wir haben gewisses Fachwissen, sind unabhängig, um euch zu unterstützen. Kommt aus den Genossenschaften raus, verbindet euch nicht nur innerhalb der Genossenschaften, sondern auch rundherum mit den anderen Leuten. Ihr im Zollhaus mit den Mieterinnen und Mietern von der Frau Heimann, gerade gegenüber von der städtischen Liegenschaftenverwaltung. Auch dort braucht es Druck von oben, dass das gut kommt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch dort nicht. Dort ist Partizipation notwendig. Vernetzt euch mit den Leuten, die in Swiss Life-Häusern wohnen, um den Widerstand vor Ort konkret zu realisieren. Das sind Beispiele, die man machen kann. Das Gleiche wird im Brunau-Park passieren. Alle, die dort hinwohnen, zählen sich auch mit den Mieterinnen und Mietern, die sich wehren. Das ist auch eine Nachbarschaft, die sehr gut funktioniert in Gönnerhäusern. Vernetzt euch dort mit den Leuten, auch die Nachbarn, die in diesen schönen Häusern nebenan wohnen. Das ist die Zukunft. So können wir verhindern, dass die Durchkapitalisierung vom Wohnungsmarkt noch weiter fortschreitet. So können wir verhindern, dass wir 3 oder 4 Tage pro Woche arbeiten müssen, damit wir noch wohnen können. So können wir verhindern, dass wir mit dem Wohnen auch noch unsere Pensionskasse finanzieren müssen, die wir schon mit unseren Beiträgen und mit der AHV zahlen, die Alterversorgung. Das ist eigentlich das Ziel, das wir erreichen müssen. Und jetzt sollten wir uns zusammensetzen. Und hört auf, nur in der Stadt Zürich denken. Da haben Sie völlig recht, oder? Weil eigentlich muss man die polyzentrische Entwicklung, die man ja im Limmental verschlafen hat, in all die Gemeinden, wie nur etwas, oder? Weil man dort hat müssen Land sichern, wie die Stadt Zürich, die auch beim Rosengarten alles verpasst hat, oder? Da kann man alles nachzeichnen. Dort müssen wir eigentlich Entwicklungen fördern mit mehr Durchmischung, wo solche Nachbarschaften möglich sind. Das ist mein Plädoyer. Ich hoffe, wir kommen heute einen Schritt weiter in die Richtung. Vielen Dank, Walter Angst, für die Abrechnung und den, doch wahrscheinlich, ich nehme an, du verbuchst das unter einem gelungenen Wahlkampfauftritt. Er sagt nein. Wir sehen es dann. Auf jeden Fall, das war die letzte Präsentation, die letzte Keynote. Wir haben 7 verschiedene Perspektiven auf das Thema Wohnen gehört. Das war aber nur der Auftakt von einem Monat, von über einem Monat zu diesem Thema. Ihr seht das ganze Programm. Weitergeht es am nächsten Freitag, am Freitag in der Woche, am 1. März, mit einerseits mit dem grössten Wegecasting der Stadt im Stall 6. Wenn ihr also noch
ein WG-Gespendli oder ein Zimmer sucht, dann könnt ihr dort fündig werden. Und nach dem Casting, wenn man die neue WG zusammengestellt hat, gibt es natürlich noch eine WG-Party, auch im Stall 6. Und dann nachher geht es weiter am 11. März mit einer Exkursion im Hochhaus und so weiter und so fort. Das ganze Programm findet ihr auch auf dem Flyer, den ihr habt, auf eurem Stuhl im Bag oder wie ihr ihn nachher dann findet, dann im Club beim Apero. Wir danken natürlich sehr herzlich allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützer. Das sind nicht nur die, die hier aufgelistet sind, denen natürlich auch, aber auch am ganzen Zürich-Team, am ganzen Urban-Equipe-Team. Es hat sehr viel Spass gemacht, das Ganze zu organisieren. Wir waren so gut vorbereitet, dass wir eigentlich fast nichts mehr zu tun hatten die letzte Woche für all die Events. Es ist unglaublich. Aber natürlich auch vielen Dank der finanzielle Unterstützung. Ihr seht da die Logos von der Genossenschaft Mehr als Wohnen, vom Mieterverband, von der Stiftung PWG, von der Wogeno. Genau. Und natürlich auch danke vielmals euch allen, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals auch allen Zürich-Member. Ihr dürft auch gerne, die noch nicht Zürich-Member sind, das noch werden. Das kostet nur 5 Franken, wenn man will, auch ein bisschen mehr. Da seht ihr die URL www.zürich.ch/member. Und dort könnt ihr dann einfach eure Kreditkarte eingeben und den Rest erledigen wir dann. Die Urban Equipe ist ein partizipativer Verein. Sie haben die Idee, dass man überall so ein bisschen mitmachen kann bei dem, was sie aufgleisen. Wir von Zürich.ch reden auch immer von Mitmachjournalismus. Und darum, jetzt, wenn ihr mir da also schön zuhört, würde ich euch gerne noch ein paar Aufzüge mitgeben, die ihr dürft erledigen dürft. Und zwar einerseits haben wir eine Kampagne am Laufen mit der PWG. Und zwar möchten wir gerne Liegenschaften, Häuser der Spekulation entziehen. Wenn ihr irgendwo wohnt, wo das Haus nicht der anderen Genossenschaft oder PWG oder Stadt oder so schon gehört, könnt ihr gerne da mitmachen und PWG versucht, das Haus zu kaufen. Und sie verspricht, dass ihr könnt zu den gleichen Konditionen drin wohnen bleiben. Das findet ihr auf www.zürich.ch/crowdsourcing. Dann eine andere Kampagne, die wir am Laufen haben, ist Hashtag meine Miete. Ihr habt das auch gefunden in eurem Bag auf dem Sitz oder die, die zu spät gekommen sind oder irgendwie die Plätze schon mit dem Bag schon besetzt sind. Ihr findet nachher auch wieder diese orange Schilder. Ihr könnt das auch downloaden von unserer Webseite. Und die Idee ist, dass wir alle oder möglichst viele von uns den Anteil vom Einkommen, der für die Miete drauf geht, aufschreiben auf das Schild, das ins Fenster hängt, wie man es oben sieht. Das ist übrigens mein Fenster. Das ist das reine Fenster. Und dann das fötelt und postet auf Instagram mit dem Hashtag meine Miete. Und noch eine letzte Aufzüge ist, wir würden gerne wissen, wie ihr wohnt. Und zwar wäre es lässig, wenn ihr einen kurzen Clip von eurem Zuhause zeigen würdet. 10 Sekunden mit dem Smartphone gefilmt. Das muss nicht eine riesen Hexerei sein, da machen wir jetzt nicht den Doktor. Aber ihr könnt es auch filmen, ihr könnt es uns einschicken. Ihr findet da keine E-Mail-Adresse, wo man es hinschicken kann. Ihr findet es aber auf der Webseite. Ich glaube, es ist film@urbanequipe.ch. Stimmt das? Ja. film@urban-equipe.ch. Und wir machen dann aus allen eingesendeten Filmen oder aus den besten, wenn es viele sind, machen wir eine Collage und zeigen das dann am letzten Event von dem ganzen Wohnfokus im Kino Houdini am 2. April am Abend. Das ist jetzt, glaube ich, nein, das war es noch nicht. Normalerweise an diesen Events, die schon mal waren, wissen das vielleicht, habe ich ein farbiges Hemd, um das zu moderieren. Das ist so eine gesellschaftliche Konvention, dass man sich da so ein bisschen schick gibt. Heute habe ich ein T-Shirt an. Und das ist, weil das Geschäft immer noch über gesellschaftliche Konvention geht. Und zwar ist das ein Zürich-T-Shirt. Wir haben zwei verschiedene. Eins so mit Hemd und eins mit Müller. Ihr dürft das gerne posten. Das gibt es nachher auch dann beim Apero. Ja, wir haben von fast allen Grössen ein paar da. Ja, jetzt ist gut, das Geschäft ist gemacht. Noch nicht ganz.
Nein, ich habe wirklich nur noch einen Punkt auf meiner Notizliste. Und zwar heisst es dort jetzt Apero, Ausrufezeichen. Und darum, es freut mich sehr, wenn ihr alle noch mit überkommt, über in den Club und dort mit uns noch ein Glas Wein trinkt. Ja. Mir hat es Spass gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, wir sehen uns an einem nächsten Event wieder. Und ja, sonst einen schönen Abend. Danke vielmals.